Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es mal um ein bisschen Spaß. Und zwar will ich euch zeigen, wie wir unseren Kollegen, Freunden oder Bekannten einen Streich spielen können und ihnen einen Schreck einjagen mit einem ziemlich fiesen Computertrick, indem wir ja ein Bluescreen simulieren oder auch BSOD genannt, das ja, Bluescreen of Death. Das Ganze sieht wirklich ziemlich oder sehr echt aus, ja, sieht hier so aus. Die Maus ist weg und alles, wenn wir irgendeine Taste hier oder Escape oder sonst was auf unserer Tastatur drücken, passiert auch gar nichts. Und das sieht jetzt hier wirklich so aus, als wenn irgendwie ein größeres Problem, als wenn wir ein größeres Problem haben. Die Daten da werden da gesammelt und Windows wird neu gestartet. Das bleibt jetzt erstmal so. Wir kommen hier raus mit Alt F4 natürlich. Also das Ganze ist ja harmlos, sieht nur so echt aus. Halt, das ist einfach ein Tool, der ja benutzerdefinierte Bugchecks macht. Also wenn wir das machen wollen. Hier, ich habe das jetzt genau, das kann man sich hier von Microsoft beziehungsweise aus dem Microsoft Store herunterladen, ja, BSOD Simulator hier nennt sich das hier. Ich habe das jetzt schon installiert, ja, und wenn wir das starten, sieht dann eben so aus. Hier ist noch eine kleine Erklärung hier, und hier haben wir die Möglichkeit, uns diese, ja, Fehlermeldung, die Beschreibung und Stopcode und alles anzupassen. Hier ist BSOD Classic, hier ist GSOD Insider und Custom. Ja, wir können also die Farbe hier, die Hintergrundfarbe ändern. Und ja, ein lächelndes Smiley meinetwegen. Hier die Description ändern und Stopcode. Wie gesagt, dann sieht es eben so aus hier. Ja, also mit dem QR-Code und alles drum und dran. Wenn der Counter jetzt auf 100 ist, also auf 100%, dann kommen wir wieder, ja, in diesem, ja, wenn Windows neu gestartet wird, und es geht einfach nicht weiter. Ich schließe das jetzt einfach mal mit Alt F4. Genau, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, es gibt, ja, ich habe jetzt hier so ein Skript, ja, das sieht hier so aus. Das kann man sich auch anpassen hier, wie man möchte, Text und alles. Fehlermeldung und Stopcode und so weiter. Wenn wir das ausführen, sieht es eben so aus. Ja, auch ziemlich echt. Wir können jetzt hier auch nichts mehr drucken. Kommen aber mit Steuerung, mit hier Alt F4 wieder raus. Allerdings sieht man hier den Mauspointer, sehe ich gerade. Ja, also wenn der User, ja, es kommt darauf an, halt wie der User, wie versiert der User ist. Hier konnte man schneller darauf kommen, dass es irgendwie ein Prank ist. Ich schließe das mal jetzt mit Alt F4. Also hier mit der Batch-Datei, das können wir uns in den, ja, Autostart-Ordner packen oder hinter einem Bild verstecken, wenn das Bild geöffnet wird, dass die Datei im Hintergrund automatisch ausgeführt wird, sodass der Kollege einen Bluescreen bekommt. Da ist eure Fantasie gefragt. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten halt. Das ist dann euch überlassen. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ja, dass es für euch irgendwie ein bisschen interessant war und dass ihr vielleicht Spaß damit habt. Mit euren Kollegen, euren Chefs vielleicht. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über einen Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.